Bevor endlich hier etwas heraus und gleich wieder mitten ins Getümmel. Gott, das hat da hinten geschossen. Heilende Seele, ja. Unterstützt mich finanziell, kleine Kinder. Jawohl, den Skelettfuß, den ich eingeplättet habe, sieht auch nicht besser aus als noch einer. Obwohl, doch. Jo, tot bin ich schon mal, das ist ein Anfang. Auch wenn es nur der Anfang vom Ende ist. Schrein der Abwehr. Ich glaube, ich kriege einen Anfall. Ja, ich weiß, dass die Gegner vorhin woanders waren. Nein, ich habe die Karte jetzt nicht verdreht, damit ihr nicht wisst, wo ich eigentlich hin will. Ich folge eigentlich nur dem Navi. Och, ich hasse Flüche, vor allem wenn sie gegen mich gerichtet sind. Und... Na komm. Geht doch. Puh. 39,4 Grad. Man merkt, mein Rechner heizt doch noch etwas. Das wohl eigentlich schon eine Weile läuft. Ich hätte gehofft, dass wir schon am Maximum sind. Eins zeige ich euch auch. Wenn wir die 40 Grad Marke knacken, breche ich die Aufnahme ab. Das, ja. Das ist dann doch etwas zu viel des psychisch Fordernden. Obwohl, ob es jetzt 39, 40 oder 41 sind, aufs Mal, ist jetzt eigentlich auch schon egal. So, ihr verdammten, ach Gott. Schattengeister. Komm schon, Plätte, na also. Und der Kampfrausch, Blutrausch, egal. Irgendwie sowas halt. Komm schon, jawohl. Und ich habe jede Menge netter Games, die noch warten, aufgenommen zu werden. Gut, dass die Platte ziemlich voll ist und ich deswegen nur noch ein Spiel aufnehmen kann heute. Mal schauen, was es wird. Ich habe ja erst Alice eine frische Aufnahme gemacht. Müsste mittlerweile auch die nächste Folge draußen sein. Und Anno habe ich noch auf der Platte. Ich glaube mich erinnern zu können, dass ich noch Darkspore drauf habe. Also die Roboter. Die muss ich dann noch rendern und freigeben. Ach du Schande, ich sehe ja auch meine Schadenssummen da oben teilweise. Das ist echt heftig. So greifst du nicht an. So. Ich glaube, teilweise verpeile ich auch einfach die Gegner. Ich treffe die gar nicht mit dem Mauszeiger. Hels teuflischer Thron. Wenn sich das nicht nach Trankbedürfnis anhört, weiß ich es auch nicht. Sprich, es geht nochmal nach Tor dahin, bevor wir hier jetzt wieder reinmarschieren. Ich bin in letzter Zeit verdammt oft in Tor dahin. Woran das wohl liegen mag, ich weiß es nicht. Genau neben dem Händler, das nenne ich mal Trumpf. Ja. Ich finde es ja schade, dass man hier die Anzahl der Tränke nicht eingeben kann, die man kaufen möchte. Ich finde es auch schade, dass es nie einen Nachfolger gegeben hat. Zumindest ist mir keiner bekannt. Aber egal, ich schweife ab.
vielleicht weiß ja irgendeiner von euch, ob es eine Fanmod gibt, die das irgendwie bearbeitet, dass man hier die Zahl eingeben kann. Wenn es geht ohne Bugs. Fanmods funktionieren dann meistens besser als die Patches der Entwickler selbst. Aber da sind meistens auch, meistens, bei manchen sind extreme Bugs drinnen. Die funktionieren dann überhaupt nicht. Beziehungsweise da funktioniert nicht mal mehr das Hauptspiel. Ja. Wie gesagt, Kritik auf hohem Niveau und... Du hast mich also selbst hier aufgespürt. Odin ist eine beachtliche Gottheit. Ich hätte ihn gleich ganz auslöschen sollen, anstatt ihn nur unschädlich zu machen. In der Tat habe ich die ägyptischen Horden in dieses eisige Land geführt. Schon hat mein Heer viele abgeschlachtet oder bekehrt und meine Kräfte vervielfacht. Und das ist noch nicht das Ende meiner Eroberungen. Ich werde meine Armeen in eine weitere Welt führen. Hel, das Übrige überlasse ich dir. Also ist es doch Seth. Ich wusste es doch irgendwo. Das Böse findet immer einen Weg, um einen Lieblingsbösewicht zu zitieren. Wobei es eigentlich das Helferlein meines Lieblingsbösewichts war, egal. Ein ägyptisches Schlachtschiff, das mit Eis überzogen ist. Sollen meine ganzen Upgrade-Zauber wirken? Und ja, frontaler Angriff auf Kiel. Oh. Aber wenn Seth ja jetzt seine Truppen in ein weiteres Reich führt, kann es ja nur heißen, dass wir uns auch durch die anderen Areale schlagen dürfen. Das finde ich super. Da bist du. Ich sollte hier vielleicht dann rausgehen. Trinke, trinke und weg, 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 weg. Puh. Das war ganz schön knapp jetzt. Der lässt sich auch nichts von mir benebeln. Auch nicht gerade für eine englische. Und was ist der zweite? Ja, genau, den wollte ich. Und Attacke. Und Tränke. Und komm schon. Ja. Auf die Bank waren alle Tränke eingeworfen. Ich liebe Shortcuts. Und da ist er gefallen, Gott sei Dank. Hel ist besiegt. Hätte denen, die das auch mal aus der Nahperspektive zeigen sollen. Sorry, habe ich jetzt verpeilt in meiner Hektik. Wo geht's jetzt hin? Bring Odin Heimdalls Horn. Odin wartet in Thorin auf uns. Wir portieren uns jetzt, anstatt uns durch tonnenweise Gegner nochmal durchmetzeln zu müssen. Ja, und da unten wartet auch Odin auf uns, wie erwartet. Und dem bringen wir jetzt das Horn. Auf das er die letzte Schlacht einleiten kann. Du hast Hel besiegt, mein tapferer Diener. Dennoch bleibt die Bedrohung, die Seth für andere Welten darstellt, bestehen. Dieser Durchgang führt dich zu den Schwellen der Zeit. So ist auch Seth hierher gelangt. Suche ihn, der dein Volk in den Untergang getrieben hat, und vernichte ihn ein für allemal. Ich habe volles Vertrauen in deine Tapferkeit und deine unglaublichen Kräfte. Du wirst dem Schrecken ein Ende bereiten.
Dies ist deine Bestimmung. Ach ja. Ein Tor Talentpunkt, Stufe 19. Ja. Tja. Ich steigere Thors Macht, diesen netten Rundumschlag. Hört sich gut an. Wo muss ich jetzt hin? Die Suche nach Seth. Ach du Grüne. Jetzt muss ich die anderen Welten abklappern, oder wie? Oh. Die Schwellen der Zeit. Mal sehen, was uns hier erwartet. Ich bin die Göttin Isis und habe den Auftrag, dir auf deiner Suche nach Seth zu helfen. Du befindest dich an den Schwellen der Zeit, einem geheimen Ort, der nur wenigen Göttern bekannt ist. Von hier aus kannst du verschiedene Welten besuchen. Ich weiß nicht, wo Seth ist, aber du musst jetzt eine Welt wählen, in die du dich begeben möchtest. Seth verbirgt sich gewiss irgendwo und schmiedet Eroberungspläne. Such ihn und vernichte seine Verbündeten, wo und wann immer nötig. Isis hat die Krise. Dorf Tula, Tordain, Sharazan, Heraklion. Nordisch, Griechisch, Aztekisch und der Ägyptische. Tja, wo gehen wir jetzt hin? Wir könnten natürlich zuerst das Dorf Tula erledigen. Wäre spannend, ob wir damit jetzt dieselbe Story erleben wie mit der Schamanin. Oder ob wir etwas Eigenes erleben. Andererseits könnten wir auch direkt in Ägypten nach Seth suchen, wo er ja am logischsten zu finden wäre. Kommt er schließlich von hier. Oder aber, wir gehen nach Heraklion. Die Griechen sind schließlich, ja, sagen wir mal, angreifbar. Vor allem seitdem Sparta gesunken ist. Egal. Mein Missionsziel als nächstes wäre eigentlich die ägyptische Welt, obwohl wir natürlich auch die aztekische oder die griechische betreten können. Ist jetzt die Frage, wenn ich jetzt nämlich die Mission weggebe und wieder anwähle. Ja, es sind alle drei Missionen aktiv, das heißt, ich kann mich jetzt frei entscheiden. Und jetzt ist auch gleich die Zeit der Folge um und ihr könnt dann bis zum nächsten Mal warten, wie ich mich entschieden habe. Was eigentlich nur Sinn und Zweck, dass ich hinauszögert war. Nein, Spaß beiseite. Ich weiß es wirklich nicht. Das hat alles Vor- und Nachteile.